Die größte Herausforderung beim Rollstuhlbasketball, gerade wenn man halt anfängt damit zu spielen, ist die Koordination zwischen Ball und Stuhl bewegen. Dass man einfach zwei Dinge gleichzeitig machen muss, zusätzlich zu dem, dass man das Spielfeld auch noch sieht. Man muss fit werden in den Armen, damit man wirklich auch auf hoher Geschwindigkeit fahren kann. Da muss man diese kontrollieren und zusätzlich noch den Ball ein bisschen passen und dribbeln. Bei den Sportrollstühlen ist es so, dass jeder Sportstuhl auf jede Spielerin und Spieler individuell angepasst wird. Also jeder Zentimeter wird abgemessen von Sitzbreite, von Beinlänge, dass der wie so ein Turnschuh, also ein perfekt angepasster Turnschuh einfach ist. Der Unterschied zu normalen Alltagsrollstühlen ist, dass die Räder halt schräg sind, um eine höhere Wendigkeit zu generieren und aber auch eine Stabilität zur Seite. Und man hat eine Art Rammbügel vorne, um die Füße zu schützen und Kippräder, damit man nicht nach hinten umfällt, zumindest nicht leicht nach hinten umfällt. Man sitzt umso höher, umso mehr Rumpfstabilität man hat erstmal, weil es ist wichtig, dass man dann sich weit nach vorne lehnen kann, um die Räder gut anzutreiben. Jemand, der eine niedrigere Klassifizierung hat, der hat dann weniger Rumpfstabilität, die haben oft auch Bauchgurte und so weiter. Die müssen mehr gerade sitzen beim Fahren und können nicht so viel Bewegung im Oberkörper generieren. Und dadurch sitzen die tiefer, um besser am Rad dran zu sein und trotzdem die Geschwindigkeiten generieren zu können. Es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten zum Fußgängerbasketball. Der einzige Unterschied ist, dass es kein Doppeldribbling gibt. Also man darf den Ball in beide Hände nehmen, darf dann zwei Aktionen am Rollstuhl machen, dann muss man dribbeln. Das ist quasi der Schrittfehler, wenn man dreimal zieht. Sonst sind die Regeln wie im Fußgängerbasketball, also die Linien und Feld und so weiter, ist genau das Gleiche. Um gut Rollstuhlbasketball spielen zu können, muss man zum einen natürlich basketballtechnisch gut ausgebildet sein, ein guter Wurf, gute Passqualität ist sehr, sehr wichtig, aber eben dieses zweite Element Rollstuhlfahren ist auch enorm wichtig. Das merkt man gerade, wenn man im hohen Level Rollstuhlbasketball anschaut, was für eine Dynamik dahinter ist.